So, hi und herzlich willkommen wieder mal bei The Mobile Broadway. Ja, ich sag euch, hier wird's richtig stark hier drin bei mir im Auto. Ich habe hier schon die Boxhandschuhe an, werde dann nachher auch gleich mal mit denen fahren. Aber nee, ich hoffe, ich kriege einen Crashkurs, wie man so richtig geil boxen kann und wie man die Leute K.O. schlägt. Ich habe den absoluten Champion hier eingeladen. Der Weltmeister im Supermittelgewicht. Herzlich willkommen, Vincent Feigenbutz. Vincent, komm rein. Hi. Frisch vom Training, oder? Ja. Habe ich recht? Genau. Wie war es heute? Heute war es eher locker. Heute haben wir ein bisschen ausgelaufen, Technik gemacht. Ah, wie sieht das aus so? Wollen wir mal ein bisschen Technik machen? Ja, dein Gürtel hast du an, ne? Das ist der, was ist das, der? Der WM-Gürtel. Also du bist Weltmeister, ja? Ich war in diesem Verband Weltmeister. Einmal Weltmeister, immer Weltmeister. Und bei mir im Auto bist du sowieso Weltmeister. Ja, das ist gut. Du, ich habe gedacht, wir machen so einen kleinen Crashkurs hier mit Boxen, oder? Ja. Können wir mal machen, ja, oder? Damit ich weiß, wie man sich da so verhält. Ich habe da unten schon was vorbereitet für dich. Wenn du den Gürtel ausziehen magst. Das geht. Geht's? Echt? Ja, ja. Ja, dann sitzt du wenigstens gerade. Oh! Hey, hat mir fast ein Außenspiegel abgefahren hier in Dettenheim. Ja, wir haben uns nämlich beim Rainer Gottwald getroffen, bei deinem Manager. Aber zu dem kommen wir später. Nee, dann sitzt du wenigstens auch schön gerade. Also machen wir mal so ein kleiner. So, dann machen wir mal. Oh, also, tust mir nicht weh, oder? Nee. Gut. Was mache ich jetzt? Jetzt tausche ich mal die rechte. Mit der rechte? Genau. Okay. Nochmal? Nochmal. Genau, so ein schöner Ton geht. Nochmal. Genau, so. Die linke. Oh, links bin ich Schwächling. Und haust du da auch dagegen? Und jetzt alle beide. Alle beide? Na, nein. Links, rechts. Ach so. Also so, aber dann darüber. Ja, aber erst mal liegen anfangen. Also links, ja. Rechts. Sehr gut, wenn man weiß, wo links ist und rechts ist. Das sollte man wissen. Genau. Jetzt machen wir mal einen rechten Hab Haken. Habe ich K.O. gemacht? Nee, wie geht K.O.? Nee. So? Ja, genau, ein schöner Haken hauen. Also, so. Super. Nochmal? Ja. Leute, ich schwitze schon. Aber nicht nur wegen Boxen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Feinwerkmechaniker zu lernen. Ja, gut, nicht weit mehr weg. Das ist der Betrieb, die Stadtwerk Karlsruhe. Aha. Und ich habe damals eben nach der Schule nach einer Ausbildung gesucht und dachte halt, das Handwerkliche liegt mir eher besser wie jetzt im Büro. Und dann habe ich mich da eben beworben und es hat geklappt. Hast du damals auch schon geboxt? Hast du gewusst, dass du schon in die Richtung gehen willst? Da habe ich schon 2 Jahre ungefähr geboxt. So mit 14 habe ich angefangen mit Boxen und dann eben Ausbildung machen, dass man halt, falls da Sport was entläuft, dass man immer noch ausweichen kann. Ja, ja, ja. Und das hat alles bis jetzt geklappt. Ich würde mal sagen, du hast ja deine Gegner, ja, also ich kenne mich jetzt beim Boxen ja nicht so toll aus, dafür habe ich dich ja heute eingeladen, ne? Damit du so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kannst. Du hast deine Gegner ja immer relativ schnell K.O. geschlagen, oder? Ja, Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Runden gibt es da so, die man da mit den Die meisten Kämpfe, vor allem wenn es um Titel geht, sind 12 Runden. Und wenn du eben in diesen 12 Runden vorzeitig gewinnst, entweder der Gegner gibt auf oder du zwingst ihn die Schläge zur Aufgabe oder der Ringrichter bricht den Kampf ab, hat man dann eben durch K.O. oder TKO gewonnen, je nach welcher Art. Aha, okay. Oh, bremsen. Meinst du, ich habe Chancen so? Also jetzt eben, du hast ja gemerkt, wie ich draufgehauen habe, so die fette Rechte. Ja, die Rechte ist schon mal gut da, also gut, da ne? Kann man ausarbeiten. Kann man ausarbeiten. Ja. Also ich mache ja zu Hause jetzt, bevor ich dich natürlich hier ins Auto geholt habe, habe ich ein bisschen Krafttraining gemacht, also Liegestütze und, ne? Weil ich wollte ja nicht ganz so schwach dann neben dir wirken. Dein Trainer hat mir gesagt, du magst so Rockmusik, ja? Und ich habe jetzt noch was für dich eingeladen, ne? So ein paar Gäste, die wollen jetzt hier mit dir zusammen das Auto rocken. Ich würde sagen, die holen wir mal rein. Servus! Hey! Jetzt kommen die Lauter, weißt du? Ja? Wir haben Verstärkung mitgebracht, der Rainer Gottwald. Jawohl! Jawohl! Das eine hat sich vorausgeschreit. Hey, Musik ist da, sind wir in der Kamp! Hey! I got times, where I'm looking deep inside and I'm watching life goes over. In my mind, I wish that I could be sober. Suicide.
won't give up. Every day's the same. I'm not the winner, maybe a loser. We climb the top. Makes me feel like a loser. Don't wanna work all day and sleep at night. It's life is laughing for me. My dreams were sweeter than life. It feels like suicide. I wanna see the shining light. Hey, das Mädel kann Gitarre spielen, Leute! Das reicht erstmal mit euch. Schön, dass ihr da wart. Das war jetzt Kulturschock, oder? Also meiner ist jetzt auch. Also ich habe jetzt auch so einen mega Rauschen im Ohr. Oh, du warst neistopfen müssen. Das war echt laut, ja. Wie heißt das? Linksauflage? Also, wir können das wegmachen. Jetzt kannst du... Ja, Linksausleger, Rechtsausleger. Linksausleger, Rechtsausleger. Was bist du? Linksausleger. Linke Hand links vorne. Und Rechtsausleger, der hat rechts Hand vorne. Ah, okay. Welcher Gegner wird dann so dein... Wer für dich mal, gegen den du vielleicht noch nicht geboxt hast, gegen wen willst du boxen? Größte Herausforderung? Immer gegen den Stärksten, am besten. Denkst du, in meiner Gewichtsklasse gibt. Aha, aber du bist ja eigentlich du, oder? Ja, grob gesehen, dadurch, dass es mehrere Verbände gibt, gibt es auch mehrere Weltmeister. Ja, das macht ja nichts. Ja, also. Ich habe dich jetzt hier im Auto und das ist. Ja. Und das zählt, du bist jetzt mein Weltmeister. Ja. Bei The Mobile Broadway, Vincent Feigenbutz. Ja, willst du nochmal Musik hören? Ja, gerne. Okay. Wollen wir nochmal ein bisschen was? Wollen wir sie nochmal reinlassen? Ah, die lassen wir nur rein. Komm, wir lassen sie nochmal rein. Aber vielleicht noch wirklich ein paar Ohrstöpsel oder so. Ja. Hey, you walked away to nowhere. You've gone away. Hey, the price is not too high to pay. Da kommt die hohe Stimme raus hier. Hey. Dein Einsatz. The price is not too high to pay. Woo! You fly high and feel the inside a leak of tears. You touch the sky and wipe away your fears. Auf geht's, lauter! You want all or nothing and follow all your dreams. You don't care what people think about you. Heute waren wir uns Kamerad. Hey, auf alle! You walked away to nowhere. Alle, Achtung jetzt, alle! Achtung jetzt! Hey, the price is not too high. Und noch einmal, komm! Hey, you walked away to nowhere. You gone away. Hey, the price is not too high to pay. Let's go! Hat's dir gefallen? Super. War geile Musik, oder? Ja. Also auch mir hat's gefallen, muss ich sagen. Ja, war echt gut. Ja, eigentlich. Überraschung, ne? Gell, immer für Überraschungen zu haben. Du angelst ja gerne, ne? Ja. Jetzt auch noch oder war das so früher? Nee, ich angel immer noch gern, wenn die Zeit es hergibt, weil Angeln ist eigentlich sehr zeitaufwendig. Je nachdem. Ja, man muss ja auch erstmal irgendwie das Ding da an den Haken und ich habe das mal versucht, ne? Bis dieses Ding dann da draußen war im Wasser. Da gibt es verschiedene Arten, jeder Angler hat seine eigene Strategie, da kann man vom Wurm bis zum Boot, also da gibt es für jeder seine eigene. Vom was? Vom Wurm? Ja, vom Köder jetzt, ob man jetzt Wurm als Köder nimmt. Ich muss jetzt wieder gucken hier. Ob man jetzt einen Wurm nimmt oder eben Brot oder, ja, da gibt es zig Köderarten. Aha, hey Leute, wisst ihr, es gibt zig Köderarten. Ja. So, wenn ich dich jetzt gleich rausschmeiße, wo geht's dann heute noch hin? Oh, jetzt wird erstmal zu Hause irgendwas gekocht. Essen, und dann entspannen. Noch Ernährung, wie ernährst? Genau, du darfst ja auch nicht so ein, Übergewicht geht ja nicht, ne? Nee. Wie viel darfst du wiegen? Beim Kampf muss ich 76,2 wiegen. 76,2? Ja, freitags auf der Waage. Also genau? Ja, genau. Genau, wie macht man das? Das würde mich genau mal interessieren. Also, ich darf nicht drüber sein. Du darfst nicht drüber sein. Ja. Okay. Na, hoffentlich. Ja gut, du kriegst ja bei mir nur Wasser und sonst nichts hier. Ja. Wirklich zunehmen wirst du hier drin nicht. Ich denke, du hast eher noch was rausgeschwitzt. Ja. Ja, war total cool mit dir. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja. Ja, auch. Den Gürtel kannst du gern da lassen. Das ist echt Gold. Ja, ich glaube. Ja, lass mal da. Ich behalte immer die Dinge, die meine Gäste mitbringen und die Handschuhe und alles so. Supi. Alles klar.
So, jetzt schmeiße ich dich raus. Okay. Ich hoffe, du gibst mir jetzt keinen K.O.-Haken, weil ich dich rausschmeiße. Nee. Machst du nicht, ne? Aber ich wollte mal wissen, wie das ist, wenn man K.O. ist. K.O. Ja, wer aufs Auto. Ciao, Vincent. Ciao, ja. Mach's gut. Ja. Ja, das war Vincent Feigenbutz bei The Mumbai Broadway. Und meine musikalischen Gäste waren die Pussy Sister. Ciao.